Um die Frage zu beantworten, die wir so oft bekommen, warum wir so viele Kinder haben. Deshalb. Ich bin Sonnen und meine 6 Geschwister wollen heute mit mir Kürbisse schnitzen. Viel Spaß! Hallöchen, herzlich willkommen. Jordi hat euch schon super begrüßt. Wir wollen heute Kürbisse schnitzen. Ein bisschen Angst habe ich ja, Leute. Da liegen schon die Messer. Bleibt natürlich die ganze Zeit dabei. Und dann haben wir uns überlegt, für die Kinder, die vielleicht nicht schnitzen wollen, so wie Skylar. Ne? Du willst, ich wollte schnitzen. Willst du doch nicht mehr malen? Jemaine will malen? Ja. Okay, naja, dann habe ich die Stifte nicht umsonst geholt. Habe ich hier Acrylstifte. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich bin gespannt, ob die gut decken. Dann habe ich noch zur Sicherheit Eddings, die decken ja immer. Und ich dachte mir, so Glasstifte, die müssten ja eigentlich auch decken. Genau, Sarino hat da schon einen Kürbis rausgeholt. Und ich habe hier noch eine ganze Tüte voll. Ja, dann legen wir mal los, oder? Ja. Okay, Jemaine hat schon Stifte. Und der Rest muss jetzt erstmal aufzeichnen, was er drauf haben will, richtig? Shanika, magst du anfangen? Ja. Siehst du gelangweilt aus, Schatz? Bist du langweilig? Ja, dann fangen wir mal an. So, ja, Sarino. Wir müssen noch hier oben aufschneiden und die Kerne rausmachen. Genau. Und wir versuchen, die Kerne machen wir raus, aber wir versuchen so ein bisschen das Innenleben aufzuheben, weil wir damit vielleicht eine Suppe kochen wollen. Können wir mal kosten. Nee, keine Suppe, eine Maske. Hä? Nee, das geht nicht. Ja. Kannst du denn nochmal das mit dem schwarzen Kürbis zeigen? Achso, ich habe hier was auf meiner Vorlage. Mama, wir gucken, welche ich machen will. Willst du den auch nochmal? Willst du jetzt doch anmalen, Skylar? Ja. Willst du auch den von mir? Das okay, cool. Janika, wir müssen jetzt erstmal entscheiden, was. Nein. So weit kommt es noch. Das ist oben bei dir? Ja, ne? Es geht ja gar nicht anders. Dann müssen wir jetzt vorzeichnen, was drauf soll. Wie soll denn deiner aussehen? Ganz gruselig. Gruselig? Okay, dann versuchen wir mal was aufzumalen. Ich stelle euch mal hier irgendwo hin. So, jetzt malen wir. Aber ich hoffe, es gefällt dir dann auch. So, wo soll denn das Gesicht hin? Weil der steht ja schräg. Wo soll der hin? Hier oben. Okay. So eine Augen, so eine Dreiecke? Ja. Dann machen wir noch Augenbrauen, so eine bösen. Mama kriegt den größten. Jetzt noch einen Mund, oder? Ja. Und dann zeig mal, wie der aussieht. So ist gut? Ja. Zeig mal. Noch die Nase. Noch die Nase fehlt. Ja. Brauchen wir eine Nase? Haben die eine Nase? Ja. Noch gar nicht drauf geachtet. Okay. Ich guck mal. Machen wir auch so eine Dreiecksnase. Ja, machen die auch. So. Hä? Hier müssen wir ein bisschen mehr reinmachen, damit sie auch wirklich böse aussieht. Okay. So. Tada! Oder? Danke für die Motivation. Bitte.
rein da mit der Hand, Rino. Nein. Oh. Was habt ihr denn? Ernst? Okay, mit der Hand, Matthias. Ja, so ist besser, Nika. Glaub mir das. Oh. Genau, schön rein da. Ist das schön? Nee. Ich glaube, Nika findet's gut. So, Nika hat jetzt ihren schon mal von den Kernen befreit. Jetzt werden wir ihn innen noch so ein bisschen auskratzen. Ich dachte eigentlich, da bleibt irgendwas übrig für die Suppe. Aber ich habe ja auch noch die großen. Vielleicht ist da einfach ein bisschen mehr dran. Und Sky, wie ist es? Hier kommt ein Pfefferkloch. Eklig? Fass du mal kurz da rein. Nee, ich fass nachher in meinen rein, danke. Danke fürs Angebot. Nerven. Geht nicht raus? Drin ist aber Saft. Da drin ist saftig? Ganz wow. Guck. Okay. Alle, ist Rino sogar mit einer Kelle? Hier wird gehebelt. Mama, guck mal, Mensch an. Und ich bin fertig. Jordi ist auch fertig. Und Janika ist schon fertig? Ja, ich würde sagen, Mama, der sieht schon gut aus. Hier noch ein bisschen. Guck mal, hier oben so die Ränder noch ein bisschen. Und Jermaine sieht auch schon gruselig aus. Er gibt nicht auf, er hat ihn gleich komplett schwarz. Sehr cool. Kein Kommentar. Danke, Skylar. Danke. Nimm's runter. Oh Mann. Die wedelt hier so rum, dass ich alles auf den Kopf krieg. Jetzt habe ich den Deckel drauf getan. Nika kriegt ihn nicht mehr ab. Der passt aber auch wirklich gut. Zeig mal. So. Zack. Wir haben das voll gut gemacht. So. Komm, ich mach mal. Nika traut sich nicht, das Gesicht auszuschnitzen. Das mache ich jetzt. Aber ist vielleicht auch einfach sicherer. Seid gespannt, wie er gleich aussieht. Der erste ist fertig. Er hat nur einen Zahn. Er hat nur einen Zahn, der andere ist mir abgebrochen. Der ist hier. Aber das ist nicht so schlimm, sieht trotzdem cool aus. Ja. Ich habe hier noch so ein bisschen die Schale weggemacht. Ich fand, irgendwie sieht ganz cool aus. Also, Shanika ist fertig. Skylar malt und schnitzt. Sarino kämpft immer noch mit den Kernen. Die fliegen mir hier an die Haare, an Shirt, überall hin. Jermaine ist noch fleißig am Malen. Und auch Jordi kämpft noch mit den Kernen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich will die andere Hand da weg, Rino. Genau. Ich halt lieber gegen. Oh, mach das Glitzer weg. Ich habe Angst, dass ich den Finger pieke. Sehr aufmerksam. Oh. Ja, das ist echt eine gefährliche Sache, ne? Schön vorlegen. Oh. Na, andersrum. So schneidet es nicht. Ja. Die Hand ein bisschen zur Seite, Rino. Seine. Ja, so ist besser. Oh. Hand weg wieder. Boah, mein Herz. Das lernt ja nicht, wenn man alles macht für sie, ne? So. Okay. Unsere Acrylstifte, da war kein Weiß dabei. Und die Glasstifte, die decken nicht. Also das Weiß zumindest nicht. Und deswegen haben wir jetzt die Acrylfarbe, die wir bei den Steinen benutzt haben. Die eigentlich auch nicht so mega cool war. Rausgesucht und jetzt hoffen wir mal, dass das so ein bisschen deckt. Also hier oben geht es halbwegs. Genau. Ja, bitte Mama, das kannst du machen. Oh, jetzt darf ich den Mund machen? Ja. Der ist echt schwer. Ich bin gespannt, was daraus wird. Schaut euch das an, aber daraus kann man auch keine Suppe machen. Also die Kerne, ja, die kann man trocknen, aber was diesen, also nein, einfach nein. Ich guck mal, was bei den Großen. Ich habe ja hier noch zwei, warte. Zwei große in der Tüte. Da wird mehr dran sein. Da können wir da vielleicht eine Suppe draus machen. Mal zwei ist fertig. Rino, zeig uns mal. Lass mal den Deckel da richtig drehen. Ist ja wie ein Puzzle. Zack, jetzt. Sehr cool. Manny, auch fertig? Zeig mal. Oh. Auch. Und Skylar ist auch fertig? Wo sind die Augen? Ah, hier. Ja, sehr cool. Guck mal, bunt. Das ist noch Shanikas. Die habe ich jetzt noch mit einem Tuch geputzt, weil wir überall noch die Stiftreste dran hatten. Und Jordi ist noch voll dabei. So, Sarah ist jetzt auch frisch aus der Dusche und macht auch mit.
Oh, Bella hat schon eine Kerze an. Zeig mal dein, Reno. Das müssen wir nachher im Dunkeln zeigen, ne? Oh, jetzt ist sie aus. Ja. Soll ich die nochmal anmachen? Ja, machen wir nochmal kurz an. Die flackert so, sieht total unheimlich aus. Hey. Er zieht hier aus, Leute. Guckt euch das an. Ah, es ist so eine tolle Idee gewesen. Ich hab das auch immer auf der Hose und so. Muss man den Deckel so machen? Und? Zeig mal. Ja, das kann man ein bisschen sehen. Das flackert so voll cool. Rinos Mund ist auch richtig gut geworden. Schnitzelst du? Bei dir noch was rausschnitzeln? Ja, damit war mein Kleber. Was willst du denn? Vielleicht ein Herz? Ja, ein Herz. Ehrlich? Ja. Okay. Tada! Skylar hat ein Herzchen. Sehr schön. Ey, Mama. Jordis leuchtet auch, Shanikas leuchtet auch. Umgekehrt, Jordis leuchtet auch, Shanikas leuchtet auch. Sehr gut. Ist eine Tür. Okay. Letztes Jahr hatten wir so ein, nennt sich denn das, so ein Schnitzwerkzeug. Hat nicht gehalten. Ist völlig auseinandergefallen und deswegen nehmen wir jetzt nämlich nur die Messer und Löffel. Einfach, wenn man sich das Geld sparen kann, ne? Wenn es dann eh kaputt geht. Und Nika macht noch ganz viele Herzen drauf. Es geht los. Mit den großen. Ich mache meinen so wie letztes Jahr. Ja, seid gespannt. Ich werde nicht schnitzen, aber es werden trotzdem, ja, ich kann trotzdem eine Kerze später reinstellen. Ich zeige ihn euch gleich. Ist ganz fleißig am Putzen. Hier haben wir jetzt unsere Kürbisausbeute. Und hier ist meiner. Der ist jetzt fertig ausgehöhlt. Und jetzt wird er schick gemacht. Und zwar damit. Los geht's. So, und jetzt einmal Bohrerwechsel. Ich zeige euch dann nachher das fertige Ergebnis. Achso. Bohrerwechsel heißt, wir hatten jetzt einen dicken drauf und jetzt mache ich so einen dünnen drauf. Beschäftigen sich jetzt mit Mensch, ärgere dich nicht. Eins. Und ich und Rino sind hier noch am Werkeln. Schaut euch ihn an. Mein Baumaschinen-Kürbis ist fertig. Ich zeige ihn euch einmal so. Ich habe da einfach ein paar Muster reingemacht. Hier einfach runter zum Beispiel. Irgendwo habe ich auch ein Herz. Das hier sollte ein Herz werden. Naja, fast. Und hier sind wie so Blümchen. Hier habe ich so wie so eine Spirale gemacht. Zack. Genau, jetzt machen wir mal eine Kerze rein und schauen mal, ob der gut scheint. Weil ansonsten habe ich hier, wie ich gerade in unserer Flaschenbürste gefunden, das benutzen wir nie, habe ich damit so ein bisschen die, die Löcher ausgehöhlt. So. Warte, ich drehe noch. Machst du dieses? Ja. Ist da eine? Ja, ich denke, da können zwei oder drei rein, der ist ja groß. So. Nummer 1. Ist er machen? Ich glaube, das ist schwierig. Versuch mal. Nicht so? Schräg. Warte. So? Nee, du musst auch das Rad drehen. Schnell, ganz schnell. Okay, probier es mal. Okay, nee, dann verbrennst du dich nach. Probieren geht über Studieren, ne? Aber das Feuer ist immer so ein bisschen schwierig. So.
Vorsichtig reinmachen? Nee, da ist schon Feuer drin. Ich war nicht die erste. Wenn ich mich da verbrenne, haben die da. Sieht das schon gut aus. Ich denke, wir können auch eine dritte reinmachen, aber jetzt machen wir erstmal zu. Oh. Also jetzt ist es ja noch hell. Ich zeige euch die nachher mal im Dunkeln. Aber das ist echt schön. Oh. Ja, die Decke ist schön. Sieht, oder? Also ich finde, der ist gut gelungen. Alle anderen auch. Einen großen habe ich jetzt noch, aber ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt machen will. Ich glaube, ich will erstmal dieses Schlachtfeld hier entfernen. So, ich habe jetzt nochmal Löcher in die Decke gebohrt. Fand ich irgendwie schöner. Ich habe jetzt den Tisch noch ein bisschen sauber gemacht, weil wir hier gleich noch... Eigentlich wollten wir eine Gemüsekartoffelsuppe machen, aber ich mache einfach zwei Suppen. Einmal mit Kürbis und einmal ohne, habe ich mir überlegt. Also man muss ja alles mal gekostet haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Leute. Ist mir ein bisschen unangenehm. Ob das jetzt gut so ist. Also ich habe jetzt nur das Schöne genommen. Das, was ich eklig oder glibberig fand, habe ich nicht genommen. Ja, ihr denkt wahrscheinlich, ich bin verrückt, aber ich bin doch so ein mekliger Esser und deswegen habe ich noch nie eine Kürbissuppe gemacht. Ich mache das jetzt einfach frei Schnauze. Ich google auch gar nicht. Das schmeckt da ja oder nicht? Ich bin gespannt. Aber ein bisschen muss ich hier noch machen. Ich habe übrigens die Bohrmaschine habe ich sauber gemacht. Ja? Nicht, dass ihr denkt, ich stelle die meinem Mann da dreckig wieder in den Schrank. Nein, habe ich sauber gemacht. Ja. Ich habe mir fleißige Helfer organisiert. Jetzt geht's an die Suppe. Die Kartoffeln schon ein bisschen abgewaschen. Die waren diesmal so mega, mega sandig. Halb so weh. Abgewaschen und los geht's. Da hinten ist unser Kürbis. So. Achso, die wollte ich euch auch noch zeigen. Hier stehen sie jetzt nämlich alle. Wir warten dann auf ihren Einsatz. Ich dachte mir, Kinder, es reicht doch, wenn wir einen Kürbis haben, oder? Ich habe ja auch noch zwei dazu in der Tüte da hinten. Wollt ihr nicht eure mit in eure Klassen nehmen? Ja. Ja? Und den anderen ist das... Dann könnt ihr eurer Lehrerin das zeigen und dann könnt ihr den schönen Klassenraum stellen. Dann ist gut. Sehr schön. Okay, dann lass uns mal schnippeln. Aber erstmal gehe ich zu Lego. Die hat, glaube ich, gerade gemeckert. Soll ich dir das schälen und du schneidest das dann in kleine Stücken? Nein, danke. Okay, pass schön auf deine Finger auf, ne? Ja, weiß ich nicht. So, Lächeln ist wach, die habe ich jetzt mal hier kurz reingesetzt, damit sie auch ein bisschen gucken kann. Hi! Hallo, meine Süße! Meine Süße! Guck, guck! Ich war wach und hat direkt gute Laune. Ach, hier sind auch noch... Die packe ich mal auch weg. Oh. Wenn wir sie nachher brauchen, sind sie nicht mehr da. So. Nika, vorsichtig. Meine Möhre ist gerade dick und fett und tot. Sarino ist da hinten unser Superschäler. Ja. Und wieder ist sie bei Unordnung. Nein. Kinder, wie ist es für euch, wenn wir gemeinsam kochen? Gut. Besser als Fernsehen? Nein. Ja. Hier ist ja, hier ist nein. Sarino ist unsere kleine Fernseheule. Ihr macht immer heimlich Fernsehen an. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist die Medienzeit ganz begrenzt. Also nur, wenn gefragt wird und eigentlich auch sehr wenig. Ja. Mann. Gott, wie das hier aussieht. Mann, real life, Leute, real life. Ich hab geguckt, ich weiß nicht. Okay. Aber erstmal ist das Messer falsch rum, Schatz, weil du ja alles weißt. Ja, so. Sehr gut. Ja, halt mal fest. Halt mal fest. Was schön gerade nach unten. Super. Schaut mal. Da ich also fleißige Helfer habe. Boah, ist das schön. Werde ich die jetzt mal belohnen. Möchtest du zwei rausnehmen? Ja. Wie viel der nächste? Oh. Okay, es gibt anscheinend Suppe mit Gummibärchen. Schau dir. Ja, das ist ein Gummibärchen. Ich weiß, hab ich. Okay, warte. So. Und Manny. Super, keine Stärkung. Um die Frage zu beantworten, die wir so oft bekommen, warum wir so viele Kinder haben. Deshalb. Spaß. So, die Mäuse gehen jetzt alles zum Kompost bringen. Bis gleich. Bis gleich. Wir haben jetzt zwei Töpfe. Sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Hier mit Kürbis und hier ohne. Ich mache die jetzt einfach ganz genauso, wie wir sonst immer unsere Gemüsesuppe machen, bloß halt mit Kürbis. Nachher wird alles pariert
Genau, ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Aber wir werden alle kosten. Hier nochmal in voller Pracht. Sind sie nicht schön geworden? Den Deckel habe ich jetzt da hingelegt, weil ich Angst habe, dass er abschmuckt. Ich und Sarino haben nämlich schon richtige Kerzen drin, aber den anderen mache ich heute Abend richtige Kerzen rein. Mhm. Oh, wie das flackert, ne? Bisschen gruselig. Sehr schön. Haben wir super gemacht. Mhm. Sehr, sehr schön. Gepfeif. Warte, richtig. Da. Und du. Mein Schaufel. Und du. Und Skylar. Okay, warte. Wow. Und wo ist mein Manny? Hier. Und Sarah. Sehr gut. Wir sind ein richtig gutes Team. So, die Mäuse sind jetzt am Malen und schreiben lernen. Was ist das? Was steht da? Hieroglyphen. Ava. Liha. Ich glaube, du kannst Chinesisch. Sehr gut. So, und ich mache hier meine Suppen fertig. Die Gemüsesuppe ist schon püriert. Da kommen jetzt gleich gebratene Wiener rein. Und die Kürbissuppe ist noch kurz am Köcheln, weil wir da ein bisschen große Karotten drin hatten. Die müssen erst durch sein. Dann wird die aufpüriert und dann kommen da auch die Würstchen rein. Piep, 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 wir haben alle lieb. Und die Oma haben wir auch lieb. Super. Bravo. Schaut mal, wir haben jetzt wieder zwei Schüsseln. Das gekennzeichnet mit Kürbis. Wo ist deine Kennzeichnung? Oh, die ist hier zur Seite geklappt. Genau, jetzt werden wir mal kosten. Ich habe schon gekostet. Mal gucken, was die Kinder sagen. Und wie ist es, Nika? Gut. Alle beide? Ja. Sehr schön, du, Jodi? Alle beide auch. Und Sarino? Kürbissuppe. Nee, schmeckt dir nicht so. Und du, Sky, auch nicht? Okay, ein paar Mäkler und ein paar Allesesser. Sarah, du? Ich muss noch kosten, es ist mir zu heiß. Ich will meine Lippe nicht waffen. Okay. So, Lächeln ist übrigens auch mit. Lecker? Leute, ist so lecker. Kürbissuppe? Ja. Es schmeckt ein Unterschied. Voll lecker. Ja, bitte, Sarah, was möchtest du sagen? Meine Lieblingssuppe. Schmeckt die gut? Ja, ist lecker. Die ist wirklich richtig mäßig. Die ist fast schlimmer als ich. Cool. Super, na dann guten Appetit. Danke. So, Beschäftigung vorerst beendet. Jetzt werde ich aber dieses Schlachtfeld hier erstmal entfernen müssen und dachte mir aber, ich beende das Video schon mal, das will ja keiner sehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Unsere Videotage sind Dienstag, Freitag und Sonntag. Schaut da gerne immer mal wieder rein, falls ihr uns nicht abonniert habt, abonniert uns. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, bis dann.